Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lass den Silberschmied gehen. Bleib zurück. Gütiger Gott. Was habe ich getan? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich. Okay, da hätten die ein bisschen mehr Emotionen reinpacken können. Dass er sich irgendwie noch so anstellt, wie in jedem Film sozusagen. Dass er noch irgendwie so sagt, Scheiße, was habe ich getan? Nein. Und dass er dann nicht direkt hinterher läuft, sondern erst so einen Nervenzusammenbruch kriegt sozusagen. Aber naja, ne? Weil sie muss ihn aber folgen, der ist einfach so langsam. Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag. Eines gewissen Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafreniere kam mir auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Al-Oblée. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl. Okay, der Charakter hat irgendwie so überhaupt gar keinen... Ja, wie soll man sagen? Gar keinen Charakter. Der Charakter hat keinen Charakter. Haha. Aber ich muss sagen, die hat für mich 2-3 Sterne verdient, weil die doch wohl ein bisschen abwechslungsreicher war. Nicht perfekt, aber abwechslungsreicher. Ich gehe jetzt mal zu dem hier. Warte mal, kann ich hier überhaupt? Disco? Nein. Ich will ja so ein Restaurant nochmal kaufen, ne? Ich habe ja schon eins. Eins habe ich mir ja schon geschnappt. Wo kann ich noch so ein Restaurant kaufen? Warte mal. Habe ich da schon synchronisiert? Weil ich da bin ja ganz in der Nähe. Gehe ich mal da hoch. Ich kann mit dem auch noch interagieren. Wo brauchst du gegen Sterne? Hole ich mir auch mal eben die. Giftgase. Keine noch nicht. Kirschbomben. Was ist mir Latte? Munition natürlich. Kaufen. Ja. Dann noch. Medizin brauche ich nicht. Phantomklinge. Für 1000. Alter. Berserkerklinge kostet. Wenn man mit der Phantomklinge, ich baller mal eine Phantomklinge mit rein. Zwei. Ansonsten Fähigkeiten. Kann ich nochmal Nahkampf, was brauche ich dafür, für das nächste? Hier muss ich erstmal Sequenz 5 abschließen. Meister der Einhandwaffe. Ankriegenwaffen, Meister Steckerangriffe. Meister Stangenwaffen. Und hier ist nochmal Nahkampf. Okay. Fernkampf. Kriege ich da noch? Auffüllpaket. Ja, das finde ich doof. Was ist das? Betäubungsbombe. Schleichen. Okay. Was bringt das? Achso, das finde ich ja doof. Und Umgebungsuntertauchen muss auch nicht unbedingt sein. Sie können es 5 abschließen. Haben wir auch schon fast geschafft, ne? Wir können es 5, ist auch nicht mehr lange. Gruppenheilung finde ich auch blöd. Weil ich spiele alleine. Alleine bräuchte er nicht. So. Ich kann hier nochmal meine Waffen aufrüsten. Ich mache das jetzt einfach einmal. Verbessern natürlich. Verbessert Offizierssäbel. So. Kann noch ein bisschen mehr. Zusätzlichen Schaden.
Gilt das für alle Waffen oder was? Okay, scheiß drauf. Ich gehe jetzt mal zum Aussichtspunkt da oben hin. Wo ist der denn? Ist das die Kirche da oben oder? Oder was? Ich glaube, ne? Verbrecher töten. Hi. Wie geht's euch? Ihr doofen Verbrecher hier. So, und jetzt mal ganz schnell wegrennen. Geh mal weg. Schön. Ja, das ist echt da oben. So, mein Tier hoch. Noch weiter hoch, noch weiter hoch, noch weiter hoch. Noch weiter hoch. So. Beim ersten Abschnitt bin ich jetzt. So. Früher war das immer schwerer, so eine wie heißt das nochmal? Aussichtspunkte zu erklimmen. Zum Beispiel in Brotherhood war es, glaube ich. Da war das immer so ein bisschen schwerer. Da muss man sich immer die eigenen Wege suchen. Aber hier platzen die einem ins Gesicht, sozusagen. Das war früher schon irgendwie komischer. So. Kann hier drauf. Ich werde nochmal synchronisieren. Ich weiß gar nicht, kann man ein zweites Mal synchronisieren? Und dann ist ein Typ. Und am Turm ist ein Typ. Was macht er da? Wartet er auf irgendwas? Ich glaube. Komm. So. Können jetzt nochmal. Neues Schnellreiseziel. Alter, das würde ich niemals machen, einfach so. Wenn du so hier hängst. Zack. Ja, ich hänge mal so hin. Locker easy. Daneben so hochklettern. Das wäre schon ein bisschen schwer. So, da vorne ist ja Heuhaufen. Perfekt drin gelandet. So. Wo ist die nächste Mission da oben? Achso, das sind dann Schnellreisepunkte, okay. Geschäft. Was war das hier nochmal? Nein? Das hier? What the fuck? Ich würde sagen, ich mach mal eben für mein Geschäft. Es waren ja. Welche Mission war das denn? Renovierter Geschäftsclub? Da. Mattis Mitteilung. Den Brief stehlen, um einen gewaltigen Bande jetzt hier zu stürzen. Brückenräuber. Fjordmelle, interminierte Brücke. Brückenzoll. So, da ist mein Dings. Kaffee. Ist die Truhe. Warte mal, ich will ja mal zu meinem Kaffee hingehen. Das kann ich ja jetzt upgraden. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Ist nur 300 Meter weg. Was ganz schnell überwunden werden kann. Wenn ich hier so ein bisschen durchlaufe. Du kleine Ratte! Ja, genau, komm. Schubs mich nicht. Ich will nur mal durchlaufen. So. Hier mal durchlaufen. Warte mal, kann ich. Was macht er jetzt? Okay, beschweren sich beide das. Okay, das ist schon interessant. Dass sie nicht nur der eine und der andere zeichnet einfach weiter. Ohne dass irgendwie was passiert. Das ist schon mal gut. Ein gutes Zeichen ist das. Weil manche Videospielen wäre es dann so. Ja, du sitzt da jetzt nicht mehr, aber ich zeichne noch weiter. Hier ist ein Typ. Ja, komm. So, Dieb. Dieb gerammt. So, hoch. Um ans Mikrofon gekommen. Richtig. Ich kann jetzt mal nicht verstehen, weil ich nicht Spanisch. Ich spreche kein Spanisch. Weil es ja auch so. What the fuck, was mit dem passiert? Weil das ja auch so gut eine spanische Sprache ist. Er ist ja hier nicht Französisch. Das ist Spanisch, Leute. Ganz sicher. So. Kommt hier rüber. Glaub ich. Achso. Die sind so gestellt, dass ich da direkt rüber kann. Das ist ja cool. Sonst müsste ich da rüber schwimmen und rüber schwimmen ist nicht so geil. So. Dauert ein bisschen länger. So. Richtig. Das, was ihr sagt, ist richtig.
jemand hier rein und wird das dann eben... Eine sperrige Lieferung durch die engeren... Alter, was ist das denn für... Was war das denn für ein Typ? Es kam ein Brief für euch. Er liegt in eurer Kammer. Für mich? Ich weiß nicht. So, ich werde jetzt erstmal ein Tier so Geld mitnehmen. Was gibt es? Ich fragte mich, Monsieur, ob ich den Nachmittag frei nehmen könnte. Und weswegen? Ach, komm. Renovieren. Erdgeschoss. Ja, natürlich. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Okay. Verschönern. Ein Café wurde freigeschaltet. Okay, Erdgeschoss ist renoviert. Dann werde ich auch nochmal die Halle renovieren. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Okay, dann geh ich jetzt erstmal zu den beiden Sachen hin. Huch, verschönern. Ein Raum ist hinzugefügt worden. So. Ich würde gerne in den Garten spazieren mit einem Freund. Ein okay. Freund also? Was haben wir hier jetzt? Ein wahrer Freund wollen, dass du deine Pflichten verletzt und deine Arbeit... Interagieren. Bricht über Rekun, okay. Oh, so. Dieser Brief von einer starken Flüssigkeit, blablabla. Können die alles durchlesen hier? Ich scroll euch das mal durch. Aber wenn ich das jetzt durchlesen würde, das würde einfach zu lange dauern. Das Feuer in den Öfen muss geschürt werden. So. Oui, Monsieur. Dann leg mal los. Sie hat wohl nicht frei bekommen. Hey. So. In der Küche war noch was. Da ist eine Mission frei geworden. Aber in der Küche. Wo ist, da ist die Küche, ne? Ich würde sagen, dass hier die Küche ist. Und hier soll ein kleiner Raum freigeschalten worden sein. Das ist nicht die Küche, ne? Clubsaal. Willkommen im Assassinen-Clubhaus, Monsieur. Ich nehme an, dieses Haus ist nicht für die Öffentlichkeit. So ist es. Dies ist ein privater Club für unsere Assassinen-Brüder und Schwestern. Interessant. Es gibt hier also direkt zwei Geheimgesellschaften. Einige Missionen sind für einen einzelnen Assassinen nicht zu schaffen. In solchen Fällen arbeiten viele gerne stets mit denselben Leuten. Man entwickelt so Gefühl für Stärken und Schwächen der anderen und weiß, wie ein jeder bei Gefahr reagiert. In einem Club sind solche Gruppen einfacher zu organisieren. Das ist wohl besser, als einfach den Nächstbesten zu nehmen, der frei ist. Ganz recht. Okay, das ist unser Club. Den Clubsaal haben wir dann entdeckt. Das ist der Clubsaal. Bla bla bla, kann einem schönen Club beigetreten oder Freunden einen Club gründet. Okay, das ist einfach nur irgendein doofer Saal. Was kann ich hier noch machen? Clubziele. Okay, in den Club will ich jetzt nicht reingehen. Habe ich jetzt nicht so großen Bock zu. Dann gehe ich mit hier hin. Mal gucken. Alle Bürger dürfen jetzt jedes Handwerk ausüben, das ihrer Begabung und ihren Wünschen entspricht. Das ist ja toll. Und da juckt mein Ohr wie Sau. Und sich an die Ausführungsregeln so. Des betreffenden Handwerks. Meine Güte. Das hat mich aber jetzt gejuckt. Okay, hier habe ich einmal Auto da Fee. Okay. Mein PC hat gerade ein Standbild. Jetzt nicht mehr. So. Akzeptieren und nachfolgen. Nein, das tue ich jetzt nicht. Nein. Wie sagt dieser Portre, sind dabei Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden Ihnen hier ein schönes Heim bieten. Yay. Ich hab's doch angenommen. Weil ich einfach zu blöd war für alles. So. Hier kann ich sogar eine Schnellreise direkt hin machen. Das mache ich dann ja auch. Weil sonst wäre es ja doof, wenn ich da keine Schnellreise mache und ich habe da Schnellreiseziele. Ich muss gerade nochmal was machen. So. Ja, Sack werfen. So. Mann. Das musste jetzt sein. Nein, das ist einfach zu warm in meinem Zimmer und da mein Handy gerade vibriert. Warum vibrierst du einfach?
Warum tust du dies? Okay. Mein Handy vibriert einfach ohne Grund. Einfach so, einfach, weil es Lust dazu hat. Deswegen springe ich jetzt hier auch mal runter, weil ich einfach Lust dazu habe. Okay. 100 Meter noch, dann bin ich bei dem Kontaktmann. Ja, mit dem Kontakt sprechen. Kontakt, den muss ich dann aber auch erst bei Facebook enden und so. Entschuldigung, wollte ich nicht sagen. So. Warum ich jetzt hier hochgeklettert bin, habe ich keinen Plan. So. Hier mal rüberspringen. Dieses Gebiet hat Alarmglocken. Das ist ja super toll, ne? Zack. Zack. Hoch. Immer runter. Ups. Na, wenn das nicht der beste Gastwirt der Stadt ist. Runter. 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 Ach, Junge. Letzte Warnung. Dieser Kackverbrecher, ne? Nicht. Verräter. So. Du bist auch tot. So. Entschuldigung, musste sein. Es ist einfach. Manche Dinge machen mich krank. Okay, das war gerade ein bisschen peinlich, wo ich das gesagt habe. Da habe ich mich so ein bisschen doof gefühlt. Hier kann ich einfach runterspringen, ne? Ja. Sie halten zusätzlich Einkommen, bla bla. Das sind 23 Franken. Keine Ahnung, wie das heißt. Das ist nichts. 23. So. Aber ich spreche jetzt erstmal mit dieser Frau. Gut, dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt muss er vorne zur Bibliothek und Manuskripte beschaffen. Beschaffen. Nein. Warum habe ich den jetzt einen Spitzkasten genommen? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich nur die Skripte beschaffen. Manuskripte beschaffen. So. Hi. Entschuldigung. Wollte ich auch nicht. So. Aber. Zack. Und den auch noch. Jo. Hier ist ja noch ein Manuskript. Und hier nochmal beschaffen. Okay. Manuskripte beschaffen. Und was jetzt? Aus dem Gebiet fliehen. Okay, das mache ich gerne. Ich muss schon fliehen. Ich glaube, ich kann hier direkt raus, ne? Beziehungsweise hoch und dann raus. Mal gucken. Hier rüber. Hier und runter. Und aus dem Gebiet fliehen habe ich geschafft. Und somit habe ich auch die ganze Belohnung geschafft. Hinzugefügt. Okay. Mission kann ich bewerten. War jetzt nicht so schwer, fand ich. Fand ich doof. 2. Musste ich sagen, das fand ich doof. War nicht allzu schwer und so. Aber da er gerade so schön hier sitzt, gehe ich mal mit hier lang. So. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so fort und so weiter. Ne. Ah, nochmal neu. Eben den Kopf sortieren. So, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.